Welt, seid mir gegrüßt. Willkommen in meinem kleinen Kanal hier im Herzen von Europa in Frankfurt am Main an einem ganz wunderbaren Tag. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr seid schön in diese Woche gestartet, in die Wahlwoche. Ich rede aber heute nicht mehr über Parteien. Ich rede zwar natürlich über die Infrastruktur, über das Tempolimit heute mal, aber sucht euch aus, welche Partei für euch die richtige ist. Sage ich euch doch immer, guckt euch auch mal die Kleinen an, auch wenn die im Fernsehen und so weiter nicht beworben werden, bei Umfragen nie aufgeführt werden. Schaut sie euch trotzdem an, geht vor allem wählen, auch wenn es eine der Großen sein muss. Ich bin mal wieder Autobahn gefahren. Und dabei mache ich mir wieder Gedanken. Wir haben hier und da schon mal über das Tempolimit gesprochen. Und ihr wisst, ich bin ein ruhiger Fahrer. Ich gebe aber auch gerne mal Gas, wenn es frei ist. Vor allem, wenn ich irgendwie Strecke machen muss und es ist leer und ich denke mir, hey. Und ich bin aber natürlich auch in anderen Ländern gefahren, in Amerika gefahren und natürlich sehr viel in Österreich gefahren, generell im europäischen Ausland. Wir sind das einzige Land ohne Tempobegrenzung. Und egal, wo man fährt, weiß man, man guckt nur rein und guckt, was ist denn hier? 130, 120, was darf ich? Dann tippt man es in den Tempomat und danach fährt man es. Fertig aus. Funktioniert ganz gut, nur in Deutschland anscheinend nicht. Ich bin sehr am Überlegen. Gleich vorweg, ich hätte gerne mal testweise für ein halbes Jahr eine Tempobegrenzung. Ich würde gerne mal wissen, was passiert auf der Autobahn. Ohne dass ich sage, dass ich es haben möchte auf Dauer. Ich bin nur sehr experimentierfreudig. Ich würde es gerne mal wissen. Einfach mal Tempo 120 in Deutschland. Zack. Einfach mal so, für ein halbes Jahr. Warum nicht? Ich würde es gerne mal sehen. Ich würde gerne mal dieses Schreckgespenst erleben. Damit wir allen unseren Enkeln davon erzählen können. Wisst ihr noch, dieses halbe Jahr? 2022. Uiuiui, mit Tempobeschränkung. Ich sag euch, Geburtenraten zurückgegangen. Es war schrecklich. Nur noch geregnet bei uns. Ich würde es gerne mal erleben, was passiert. Und dann würde ich mich freuen, wenn ich dann am 1. Juli wieder auf den Pin hauen kann. Ich würde es einfach gerne mal erleben. Daten darüber zu kriegen, die wenigsten von uns haben 3-4 Jahre neben der Autobahn gelebt, um zu gucken, was passiert, wenn dort Tempobegrenzung war, da mal wieder offen, Tempobegrenzung mal wieder offen, um zu sehen, wie sich der Verkehr wirklich verhält. Ich erlebe ja in meiner Autobahn-Erfahrung und Gott, die ist gruselig lang, immer dieses Ziehharmonika-Ding, wenn unbegrenzt ist. Also da ist ein gefährlicher LKW am Horizont, das heißt, die etwas ängstlicheren Fahrer gehen schon ewig weit vorher auf die linke Spur. Die, die sich halbwegs an die Verkehrsregeln halten, überholen dann die nicht rechts, um davor zu gehen, sondern warten dahinter. Das heißt, alles surrt sich da so zusammen. Dann sind die irgendwann am LKW vorbeigeschlichen, haben keine Angst mehr, gehen dann irgendwann wieder rechts rüber. Aber nur, wenn der nächste LKW nicht schon am Horizont zu sehen ist. Und dann zieht sich es wieder auseinander, bis man auf den nächsten Pult wieder aufhält. Dann zieht sich mein Pferd wieder auf den nächsten Pult. Das geht die ganze Zeit so hin und her. Das ist nervenreibend, aufreibend und es ist natürlich ressourcenvergeudend. Ohne Ende. Jeder weiß, das braucht man nicht diskutieren, da braucht man sich nicht irgendwie lange mit beschäftigen. Wenn ein Auto 200 fährt, verbraucht es das X-fache von einem Auto, das 100 fährt. Das ist nicht einfach nur das doppelte Luftwiderstand, ihr wisst, geht nicht proportional hoch, sondern geht ab wie Schmitz Katze. Man verbraucht wie Atze, wenn man Vollgas gibt. Das ist natürlich aktuell, insbesondere wenn man mit dem E-Auto unterwegs geht, genau das Gegenteil von dem, wenn man im E-Auto unterwegs ist, genau das Gegenteil von dem, was man haben möchte. Ein E-Auto reagiert extrem allergisch auf Höchstgeschwindigkeiten, mögen die gar nicht, die wollen gleiten. Und eigentlich ist es natürlich auch das Sinnvollste. Zeigt gleich noch dazu, und ich finde, ich sollte die Dussel immer noch markieren können mit irgendwelchen Paintguns oder irgend sowas, die auf der Autobahn auf ihr Telefon gucken und dann 200 Meter Blindflug hinlegen. Der Anhalteweg, also Reaktionsweg und Bremsweg kombiniert, ist sehr, 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 sehr viel länger, wenn man 150 unterwegs ist, als bei 100. Merkt ihr in der Stadt bei 30 auf dem Pin und ihr steht, bei 50 auf dem Pin und ihr rutscht. Für ein gewisses Stück. Ist ziemlich bitter. Also, von der entspannten, völlig unemotionalen, und das ist das Thema, unemotionalen Logik her, ist natürlich, sagen wir, dass wir alle 120 fahren, das Schlauste überhaupt. Vielleicht sogar 110, 100, was weiß ich, irgendeine Zahl, aber auf jeden Fall nicht der eine 190, der andere 230, der andere 100. Das ist unglücklich. Das jetzt mal so dahingesagt. Rechnet natürlich nicht meinen Spaßfaktor ein. Und der Onkel mag es witzig. Das ist ein Problem. Und ich meine, wir haben ja schon diese dynamischen Temporegelungen. Ich finde, die sind eine großartige Erfindung. Dass man einfach sagt, na klar, wenn es voll wird, wenn es gefährlich wird, wenn es nass wird, keine Ahnung, oder zeitgetaktet, ist dann hier Tempo 100 oder 80 oder 120, was halt auch immer angemessen ist. Wenn nichts ist, bringt es keinen um, wenn einer mit 180 durchrutschen will. Bis natürlich auf den Ressourcenverbrauch und so weiter und so fort. Aber ansonsten besteht zumindest keine Gefahr für jemanden drumherum. Ich finde, das ist auch schon mal viel wert. Und ich denke, das ist schon mal ein ganz guter Kompromiss in die richtige Richtung.
Ich denke halt nur über andere Länder nach. Also jetzt mal abgesehen von Deutschland, wie gesagt, wir wollen hier natürlich rumbrettern können, wie wir wollen, das ist ganz wichtig. Wir werden von der Politik, wird uns nicht zugetraut, dass wir irgendwas machen können alleine, das ist ganz wichtig. Wir müssen alles vorgebetet kriegen bis zum Schluss, weil wir zu doof sind, irgendwas zu verstehen. Aber jeder von uns kann eine 2 Tonnen schwere Waffe, egal wie schnell er möchte, über den Straßenverkehr jagen. Das ist überhaupt kein Problem. Und auch der 95-jährige Datterkreis kann mit seiner Flasche Eierlikör in der Hand in sein Auto steigen und losbrettern. Mit seiner Lesebrille, die das letzte Mal vor 40 Jahren eingestellt worden ist. Und solange er nicht irgendwie im Suff auf dem Zebrastreifen den Fastnachtsumzug seines Bergdorfes niedermäht, wird auch niemand hinterfragen, ob er fahrtauglich ist. Das habe ich schon lang verstanden. Aber wenn ich jetzt mal nach Österreich gehe, zum Beispiel. Die Strecke Wien-Österreich bin ich über Jahre, mehrfach im Monat gefahren. Ich würde sagen, hunderte Male habe ich die schon runter. Und in allen Lagen, mit riesigem Auto, mit 6 Leuten drin, plus irgendwie noch Gepäck von allen, allein im Kleinwagen, im Schnee, im Jeep, Sonne im Cabrio, der Patz offen, ist nicht gut im Nacken. Alles hatten wir schon. Und nachts und tags und voll und Reiseverkehr und nicht etc. Und die Zeitunterschiede waren 6, 7 Stunden, die ich gebraucht habe, um da runterzukommen zwischen schnellster und langsamster Fahrt. Ich glaube, da war echt alles dabei. Und eigentlich war ich in Deutschland immer schneller als in Österreich. Die Strecke in Deutschland ist länger als die in Österreich, aber Österreich hat eine Tempobeschränkung. Und 130 normalerweise, die haben immer mal hier und da so Ideen, 140 mal und Maß 100, sonst irgendetwas, Knoten Linz, immer ein bisschen mehr los. Aber trotzdem, prinzipiell habe ich in Österreich länger gebraucht als in Deutschland. Mittlerweile ist der österreichische Teil definitiv der schnellere. Und ich fahre dort rein, mache ein Tempomat rein und komme an. Es gibt einfach sehr wenig Tempounterschied auf der Autobahn. Natürlich ist auch da die Angst vom LKW immanent. Ist ein Problem. Es gibt auch dort den Mittelspurschleicher, den gemeinen, den gibt es bei uns, den gibt es dort, der hat eine weltweite Verbreitung. Zumindest in jedem Land, in dem es kein Rechts, in dem es Rechtsfahrgebot gibt. In den Ländern, in denen es kein Rechtsfahrgebot gibt, gibt es den Mittelspurschleicher nicht, weil er dann keinen persönlichen Vorteil davon hat. Und dann kann er auch rechts fahren, ist ihm dann egal. Der Mittelspurschleicher braucht die Regel, damit er andere ärgern kann. Auf jeden Fall gibt es natürlich auch dort, wie gesagt, ein paar Dämlichkeiten, aber ansonsten geht es da eigentlich ganz gut durch. Klar, regelt der Tempomat mal, fährt mal runter, wenn die vorher ein bisschen langsamer sind, aber es ist unglaublich wenig Bewegung im Auto. Man dadurch. Und man kann auch relativ gut sagen, wir werden 120 im Schnitt schon schaffen. Und dann kann man sagen, okay, die 300 Kilometer, die gehen runter. In Deutschland sehr schwankend. Da gehe ich auch gerne mal auf der Autobahn auf der linken Spur auf 70 runter. Weil halt natürlich mit hoher Geschwindigkeit auf den Mittelspurkollegen runtergebremst wird und da muss man ja, kann man ja nicht nur auf seine 100 gehen, sondern man muss aufs 98 gehen, damit man halt wieder ein bisschen Abstand von ihm gewinnt, weil man nicht schnell genug bremsen konnte. Und dementsprechend dahinter staut sich da zurück, bis dann die Lücke groß genug wird, dass alle wieder ein bisschen gleiten können. Und dann hängst du da auf einmal auf 70 auf der linken Spur. Das passiert mir in Österreich nicht. In Amerika haben wir kein Rechtsfahrgebot. Ist für mich eigentlich das angenehmste Fahren überhaupt auf Strecke. Es war zwar voller dort, mehr Autos auf der Strecke, die Spuren sind ja auch nicht breiter, es ist ja irgendwie alles mehr, dass die Spuren doppelt so breit sein in Amerika. Es gibt auch viel mehr Trucks, also es gleicht sich, es ist dort genauso auf der Autobahn wie bei uns, aber ich mag die Carpool-Lane und ich mag das Recht zu überholen. Ich mag es einfach, weil dann, da kann doch einer mit seinem bronzefarbenen Jetta auf die mittlere Spur gehen. Kann ein Tempomat reinbolzen und kann sagen, wisst ihr, was ist hier erlaubt? 75 Meilen, weißt du was? Ich mache 75 Meilen rein. Und die fahre ich. Und da gibt es ja auch nicht, brauchst du auch keine Highflyer-Fancy-Tempomat, du machst 75 rein, machst einen Schalter um und das Ding fährt 75. Und der vor dir wahrscheinlich auch. Und dann fährst du einfach. Immer noch kein Grund, aufs Handy zu gucken. Aber vom Prinzip her. Und dann hat man eine Gleichförmigkeit. Und ich mag diese Gleichförmigkeit. Die gibt mir irgendwie das Gefühl, dass ein System dahinter steckt, hinter der ganzen Sache. Und im Zweifelsfall, wenn die eine Spur ein bisschen langsam ist, fährt man halt rechts vorbei. Man muss aber nicht nach links und versuchen, die rechts dann nach rechts zu schieben und zu erziehen, dass sie da weg sollen. Und die vor einem müssen eigentlich erziehen, dass man sagt, hier ist aber nur 75, jetzt fahre ich links mit meinen 75. Sondern es ist so ein, ist mir egal, was du machst, Ding, ich fahre hier. Und ich wechsle eh erst die Spur, wenn ich abfahren will. Bis dahin mache ich hier keine Manöver. Ich fahre hier. Ah, kann funktionieren. Ich glaube in Deutschland nicht. Ehrlich gesagt, ich glaube immer noch, da gibt es Cheers, da gibt es zu viele Eigeninteressen, denke ich. Aber wir hätten auf jeden Fall, glaube ich, die Angst vom bösen LKW ein bisschen gemildert, weil der ja nicht so viel langsamer ist. Würde ich auch drüber nachdenken. Die LKW-Geschwindigkeitsideen kommen natürlich aus einer Zeit, als die LKWs
technisch natürlich auf einem ganz anderen Stand waren als heute. Immer noch sind die LKWs sehr schwer. Natürlich ist das Problem der schweren LKWs, dass unsere Straßen, die ja so schlau geplant werden und schlaue Ausschreibungen diese Straßen auch weiter ausbauen lassen, dass die schweren LKWs natürlich die Straßen enorm beschädigen. Wenn die schweren LKWs noch schneller fahren, glaube ich, wird die Beschädigung noch stärker. Das ist eine Schwierigkeit. Ich würde aber trotzdem die LKWs technisch auf 100 fahren lassen, Autos auf 120 und man hat praktisch keinen Unterschied mehr. In Amerika fahren die LKWs genauso schnell wie die Autos. Heißt nicht, dass in Amerika alles gut läuft und dass das alles gute Ideen sind, die sie haben. Ich spiele es nur in meinem Kopf durch. Und ich weiß nur, dass es keine angstvollen Spurwechselmanöver gibt, weil der böse LKW irgendwo lauert. Und man bleibt einfach hinter ihm. 200 Meter Abstand und fährt. Ja, und die Sache ist gut. Und dann braucht man sich auch gar keinen Stress machen. Und das klappt dann eigentlich ganz. Also es klappt einfach. Und deswegen denke ich mir, Tempolimit mit gleichzeitig einer freien Spurwahl würde ich gerne erleben. Das ist, glaube ich, nicht so leicht umzusetzen, dass man sagt, komm, ab 1.1. machen wir das mal, weil die freie Spurwahl würde, glaube ich, überfordern. Das wäre eine zu große Umgewöhnung. Ich würde aber gerne mal testweise für ein halbes Jahr 120 in Deutschland haben. Ich würde es mir gerne mal angucken, was wirklich passiert. Was wäre die Auswirkung bundesweit? Das ist kein Risiko dahinter. Das ist ja nicht so was wie, passt auf, wir ändern jetzt mal. Na gut, auf Linksverkehr wäre auch spannend, aber das will ich nicht. Dass man wirklich ein ganzes System, wir ändern das Rentensystem für ein halbes Jahr. Wie soll das denn funktionieren? Aber ein generelles Tempolimit auf 120? Mach 140 draus. Mir egal, die Zahl ist mir jetzt erstmal egal. Aber man sagt Tempolimit 120 für ein halbes Jahr. Das wäre A, zu kommunizieren und B, braucht man auch kein zusätzliches Schild aufstellen. Gut, die 130-Schilder würden verwirren, wenn Tempo 120 ist. Das sehe ich ein. Vielleicht sollten wir Tempo 130 da mal, weil davon gibt's ja, dafür gibt es ja Schilder. Also, dann kann man alle Schilder lassen, unser ganzen Schilderwald, den haben wir alle lieb gewonnen. Und man sagt einfach generell 130 in Deutschland. Für ein halbes Jahr einfach mal gucken, was passiert. Würde man das merken? Stirbt die Öllobby? Die ist sowieso kurz vorm Verhungern. Sind die dann tot, weil wir viel weniger Sprit verbrauchen? Was würden denn die Zahlen machen? Würden denn die Unfälle stark zurückgehen? Würden sie stark zunehmen, weil die Leute gelangweilt sind, sich nicht mehr richtig konzentrieren, weil 130 kann ich ja eh machen, was ich will, und fangen an nach hinten zu gehen und Kaffee zu kochen im Kofferraum? Man weiß es ja nicht. Deswegen, ich würde es gerne mal sehen. Was passiert? Einfach mal so. Ich meine, wird es uns umbringen, tatsächlich, das halbe Jahr mal zu testen? Ich weiß nicht. Vielleicht werde ich ja nach diesem halben Jahr denken, das war die dümmste Idee aller Zeiten. Aber trotzdem habe ich einige dumme Ideen durchgemacht, also risikolose dumme Ideen, einfach nur mal, um zu sehen, ob es vielleicht nicht doch Spaß macht und man wusste es noch nicht. Ich wäre interessiert. Vielleicht mache ich mal eine Umfrage hier im Kanal, was ihr davon haltet. Temporär, halbes Jahr. Vielleicht ist ein halbes Jahr zu lang. 3 Monate, mir egal. Ich will es einfach mal probieren. Ich will wissen, wie das ist in Deutschland. Und dann fahre ich mal nach Wien runter und gucke, ob ich vielleicht schneller bin, weil es entspannter ist, weil es nicht mehr dieses Ding da gibt. Ich würde es mir gerne mal angucken. In diesem Sinne, habt eine schöne Woche. Geht bitte wählen. Auf jeden Fall. Und habt eine gute Zeit. Bis bald.